Und somit hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von der Dani und von mir. Hallihallo, Lieben, willkommen zurück zu The Devil in Me. Auf geht's, ich möchte nicht. Wir waren übrigens gerade noch in dem Pausieren, weil ich aus Versehen auf die Flagge gekommen bin. So. Na dann. Nicht schlimm. Ist gut, dass wir starten zusammen. Charlie? Ja, du, Kate, ich morg. Hallo! Yeah. Wo zur Hölle sind Sie? Hoffentlich irgendwo in Sicherheit und wundern sich, wo wir sind. Kate, sieh mal. Wir treten da jetzt gegen. Was geht hier vor? Sind Mit den Händen. Sind wir eingeschlossen? Haben wir ein paar. Sieht so aus, ja. Warte. Psst. Was? Haben welche vorgemacht, das geht jetzt nur noch mit Händen. Hörst du das? Man tritt nicht Sind mit Sie den das? Füßen. Wo kommt das her? Du. Das ist out. Da ist jemand im Restaurant. Wer ist im Restaurant? Also ich würde jetzt gerne auf euch trinken. Ehrlich. Ich weiß, Charlie. Ich bin die Zielscheibe. Wir sind im Restaurant. Was ist mein großes Patriarch unserer kleinen Familie? Wo ist die Matt? Mark und Jamie? Der ist mit dem Boot abgehauen. 10 Leute. Und Kate, trotz unserer Streitereien, bist du das Herz dieser Show. Dank dir bleiben die Leute dran. Was zur Hölle ist das? Sieht man doch, ihr als Puppen. Du ohne Haare, Jamie ohne Haare. Wer zur Hölle tut sowas? Ich hab satt, ein Spielzeug zu sein. True, true, true. Verstört? Das ist ich bin mehr voll als verstört. Krank. Ich weiß nicht, wo Charlie uns hier reingeritten hat, aber wenn ich Dumet sehe, mach ich ihn Ja, aber EU kam da nicht wirklich an. Aber wir hätten EU gemacht. Ja. Okay, also das sieht nicht aus wie Mark, sorry. Was zur Hölle geht hier vor? Das war ein schlechter. Also ich glaube auch nicht, dass Wer war das, Mark? Also von den Klamotten vielleicht. Das macht mir echt eine scheiß Angst. Charlie ist jünger geworden. Himmel. Sieht genau aus wie er. Nie im Leben hat die jemand in den letzten paar Stunden gebastelt. Wieso sollte sich jemand all die Mühe machen, um uns zu verarschen? Vorbereitet. Aaron sieht als Puppe irgendwie ein bisschen hübscher aus. Ja, das soll Jamie sein, okay. Oh mein Gott. Das ist so abgefuckt. Von den Klamotten her würde ich sagen, okay, kann man die gut erkennen, aber der Rest? Aber nicht sehr gut nachgebildet hier. Und wir haben alle Risse im Gesicht, ey. Wir sind alle kaputt. Sind wir das in echt auch? Nur, warum lädt er uns hierher ein und zum Essen und hier liegt eine Münze. Yay. Nein. Du hast nicht gehört. Was gibt's hier noch? Nix, die Türen sind zu. Bild kann man auch nicht gucken. Ich kann nicht rennen mit der Kate, das ist so. Ah! Ich geh mal hier raus. Warum leuchten nicht alle Lampen? Weil manche Lampen kaputt sind? Das Foyer ist abgeschlossen. Kate? Ich war das nicht. Was zur Hölle geht hier vor? Ich kann ja noch nicht mal rennen. Ich geh wieder rein. Nichts untersuchen, ne? Kann man hier hoch? Auf die Tische? Nee. Ah, Telepathie. Hast du das? Hab ich. Easy. Schritt. Ich hab dich zu mir gebeamt. Ja, dann beam uns mal nach Hause. Schön wär's. Vorsicht. Da kommt wer. Ich hab gerade gesehen, dass ich das Kate einen Ring dreht. Ach ja. Wenn mich die Dippe ist gescheitert. The Linus Queen GER ist gescheitert. Das bin ich nicht. Das bist du. Nicht, wer auch immer da ist, ich glaube. Oh. Jamie. Oh! Hoppala! Gott sei Dank! Leute, was freue ich mich, euch zu sehen. Spaß nicht! Lasst uns hier bloß abhauen. Hast du die gehauen? Nein! Alles ich hab den Aschenbecher oder so über den Kopf gehauen. Dieser Ort ist der reinste Albtraum. Bei mir ist sie einfach nur gestolpert. Dumet hat seinen Hausmeister getötet. Ich hab dir auf den Kopf gehauen.
Eiskalt. Vor unseren Augen. Dumet? Es ist eine Falle. Er hatte eine Maske auf und ich weiß, wie das klingt, aber das ist kein Witz. Und jetzt ist Santa Aaron her, wir müssen weiter. Hey, Moment. Wo ist Charlie? Weiß ich nicht. Wir wurden getrennt. Das passiert nicht wirklich. Ja, damit er alles abstreiten kann, wenn unsere Leichen das ist jetzt nicht wahr, oder? See stranden. Körper. Tup. Scheiße, tup, schalt das ab. Tup. 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 Wie will der Puppe da jetzt keinen überbraten, oder? Oh. Was war das? Bisschen nach dem echten Augapplaus. Das ist falsch. Ein Spaß oder von einem Tier oder so muss es sein. Nein, Mark. Nein, 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 nein. Niemals. Sie hat es erkannt. Niemals. Aber warum muss sie das anfassen? Weil die eklig ist. Scheiße! Ich würde es niemals anfassen. Ich sag doch, das ist so viel. Die sagt, echt, oder die nicht? Sprechen das echt, ne? Aber das da unten, was da stand was ganz anderes. Echt? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Was stand da denn? Da unten stand, das ist echt, aber gehört habe ich, die sprechen echt. Das habe ich auch die gehört, ist so. Die sprechen echt. Was ist los? Oder die sprechen wirklich. Die andere irgendwie sowas. Ist auch verschlossen. Aber da stand nichts von sprechen, wenn ich das richtig gelesen habe. Du mit? Sondern, oh scheiße, das ist echt. Sie wollen spielen? Kommen Sie raus! Muss man nachher sofort mal gucken, wenn man das verarbeitet, muss man das dann mal gucken, was da wirklich stand. Ich sehe ein Charlie. Ich lese Charlie Keller 23:52, 26. Oktober. Jetzt wacht er auf. Ich sehe wieder Kate, Jamie und Mark. Ich nicht, ich sehe nur Charlie. Bei mir steht, du bist Aaron, das heißt, wir sind nicht zusammen. Ich hab das. Nee, aber ich bin trotzdem nicht Aaron, ich bin Charlie. Bis gleich. Okay, bis gleich. Da. Ich schaff das nicht alleine, Leute. Nee. Ich würde mich in diesem Haus irgendwo verstecken. Naja, okay, man kann sich nirgendwo verstecken, ne? Der beobachtet doch alles. Frage. Finde Charlie, durchsuche den Barkeller. Kann man nicht einfach durchs Fenster springen? Das ist Charlies. Goodbye, my love. Goodbye. Was gefunden? Sein Feuerzeug. Hat er von seinem Dad. Das würde er nicht verlieren. Leb wohl. Hallo, Dimit. Dimit wollte, dass wir das finden. Weißt du, draußen und das Nest. Okay, gehen wir mal zur Tür. Oh, Charlie. Geht's dir gut? Da! Das ist Charlie! Geht's ihm gut? Das ist er! Wir müssen da rein, bevor noch was passiert. Er hat wieder getreten, wie man gesehen hat. Jahre, ne? Sind der Wein, der den Becher der Zeit füllt. Was? Seht mal! Ein Rätsel. Okay, stimmt. Eine Art Wortpuzzle. Ergibt Sinn, Papier! Oder? Die Tricks, die fallen. Er spielt was Spiele. Ja, ich bin eher kein Fan von tödlichen Escape Rooms. Also, abgesehen von H.H. Holmes, wer hat diese Art Spiele noch gespielt? Wir können ein Profil erstellen, wenn wir Zeit haben. Rette Charlie, finde die Türkombination. Rot 1. Okay, ist ein roter Deckel. Rot. Ich versuche, einen Ausweg aus seinem Spiel zu finden. Schön, aber jetzt gerade? Wir werden keine andere Wahl haben, wenn wir herauskommen wollen. Deckel. Ich guck mir nur mal die an mit Deckel. Grün. Können wir schon mal. Vielleicht hat es was mit den Daten auf den Flaschen zu tun. Grün 9. Okay. Aber ich guck mir auch mal eine ohne Deckel an. Sicherheitshalber. Und danach guck ich mir nur noch welche an, wo man den Deckel sieht. Okay. Ja. Okay. Ich mal kurz drehen. Blauen. Ist das gelb? Naja, ich kann schon mal blau aufschreiben. Ja, gelb.
Gelb 6. Da kann man nichts sehen. Hier sieht man auch nichts. Jetzt habe ich hier gar nicht geachtet. Okay, ist die falsche. Hupsi. Da war ich wohl zu voreilig. Hier. Das ist es. Die letzte. Blau 8. Blue 8, okay. Lasst mich zur Türe. Ich weiß nicht, warum ihr weitersucht. Ich hab's auch gefunden. Rot 1. Nein! Zurück! Blau 8. Grün 9. Gelb 6. Oh mein Gott! Genau so! Zum Glück konnte ich nochmal von neu anfangen. Was macht er? Charlie, da! Was ist das hier? Drei Flammen. Halt! Was geht hier vor? Seht mal! Das muss mit dem Raum zu tun haben, in dem Charlie ist. Und was passiert hier? Wir müssen ihn da rausholen. Ja, aber wie? Wir wissen nicht mal, wo er ist. Seht! Da kommt was? Was kommt da? Was kommt da? Was kommt? Oh. Eine Puppe? Was zur Hölle ist das? Es ist eins dieser Dinger. Puppe. Okay, halb Puppe. Und ein Feuerzeug. Halt. Wenn da drin Gas ist. Wir müssen was tun. Stopp! Bitte! Er wird gegrillt! Was jetzt? Bitte! Okay, ich mach das da. Und eins ist besser als drei. Das hat was ausgelöst! Solange das nicht falsch ist. Das Feuer wird schwächer! Ja! Fuck! Zurück! Okay. Mark, lass nicht los! Er hat's rausgeschafft! Scheiße! Aber wenn er es rausgeschafft hat, warum muss ich weiter festhalten? Charlie, schaff's raus! Was ist mit Mark? Scheiße! Sehr heiß. Was macht Charlie da? Oh nein, hallo? Ich möchte Charlie sehen. Nein! Kate! Wieso? Nicht deine Schuld. Nein, deine, Kate. Du hast mich weggezogen. Für unsere Freunde wird's langsam brenzlig. Für Charlie war's zu brenzlig. Es kann schwierig sein, mit jemandem zu arbeiten, dem man nahesteht. Aber ich denke, Mark und Kate könnten es schaffen und dabei neue Dinge übereinander erfahren.
Und was halten Sie von Mr. Dumets netten Animatroniken? Ich halte sie für recht pfiffig. Einige sehen sehr realistisch aus. Wo er wohl die Teile hernehmen mag. Vielleicht helfen uns ja die Werke von Sir Arthur Conan Doyle weiter. Der gute Herman Mudgett, so scheint es, mochte Sherlock Holmes so sehr, dass er dessen Nachnamen annahm. Hier. Er besitzt ein Gehirn ersten Ranges. Regungslos sitzt er, gleich einer Spinne, im Mittelpunkt eines Netzes. Allein dieses läuft in tausende von Fäden aus. Und er spürt das leiseste Zucken eines jeden derselben. Ich hoffe, das hilft. Lebt Charlie noch? Sicher bin ich mir nicht, da bist du ja wieder. Ja, ich habe den Kuratoren aussprechen lassen. Sie sollten wieder ans Werk gehen. Man könnte vermuten, dass er vielleicht verbrannt ist, aber... Blöde Kate. So genau gesehen hat man das nicht. Also entweder er ist tot oder er ist verwundet vielleicht. Keine Ahnung. Also wenn er tot ist, dann ist Kate schon. Warum? Was hat Kate getan? Die hat mich vom Schalter weggezogen. Oha. Warte. Die wollte einfach mich tot sehen. Ja, die wollte von Mark aber auch nicht tot sehen. Was, wenn das Aaron ist? Ja, okay, sie liebt Mark, ne? Das ist noch eine Falle. Das ist hier der einzige Ausweg. Ich bin Jamie. Ich bin Mark. Oh, guck mal, ich kann... Schade. Was kannst du? Fotos machen, ja. Ja, wie kriege ich das wieder raus? Ah, okay, so. Den Knopf nochmal drücken? Ja, hab's. Geh gerade schon einfach, ne? Ja, ich bin hinter dir. Ist das denn so klug? Wir haben keine andere Wahl. Oh, ich sehe einfach nichts. Ich renne dir jetzt hinterher. Ja. Hier gab's ja gerade hoffentlich nichts zu sehen. Oh, diese Geräusche, ne? Wo sind wir? Das sieht nach aus wie ein Badezimmer. Ob hier es vorgedreht wurde? Ich würde niemals hier bleiben. Direkt im ersten Teil, wo die hier in so einer Art Badezimmer gefangen waren. Wo der sich am Ende das Bein abgeschnitten hat. Ja. Und trotzdem nicht überlebt hat. Ja, wollte ich gerade sagen. Blut. Scheiße, Mann. Meine Güte, was sind das für Geräusche? Das sind bestimmt nur Ratten. Hey, wir sind zusammen durchgegangen. Columbus Bar. Easy. Laura hier am Empfang. Was zur Hölle? Der Columbus Bar ist jetzt für Gäste geöffnet. Wir behandeln jeden unserer Gäste hier. Okay, bleibst du drüben? Okay, wir sagen dir Bescheid, wenn irgendwas ist. Kerl. Er beobachtet hier uns. In der Ecke. Ob hier irgendwas ist? Ne, ich komme gar nicht weiter, okay. Was haben wir hier? Scheiße! Oh, ein Zettel. Nein, ich will nicht. Ja, dann liest du mal schön. An unser gesamtes Personal von Dr. Pulley, Datum 19. April 1934, betreff Deckeneinsturz im Heizungskeller. Sehr geehrte Damen und Herren, der durch einen Rohrbruch in der Wäscherei verursachten Wasserschaden... okay. Ich darf nicht weiterlesen. Ist einfach weggegangen. Okay. Mein ganzer Laptop spinnt wieder rum. Sorry. Nicht gut, nicht schlimm. Kannst du ja nichts für. Ich hoffe, das geht jetzt nicht weiter. Hallo, dreh wieder um. Oh, jetzt liegt es wieder weg. Hallo, ja, ich, nee, lest du mal vor. Okay. Sieh dich mein Laptop, macht wieder Faxen. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch weiterspielen können. Ich kann nämlich... So, jetzt. Also, bei mir wird das heute nichts mehr. So, nochmal fortsetzen. Mein ganzer Laptop spackt gerade rum. Ah, mies. Jetzt leg ich das weg. Ernsthaft? Ja. Jetzt nimm... Oh. Ja, was soll ich... Ich kann nichts machen. Mein ganzer Laptop spinnt rum.
Ich dachte, ich hätte jetzt gerade auf die Pause gedrückt. Mein Pause wurde einfach zurückgezogen, obwohl ich gar nichts gedrückt habe. Okay, aufheben. An unser gesamtes Personal, das hat sie ja gelesen. Sehr geehrte Damen und Herren, der durch einen Rohrbruch in der Wäscherei verursachte Wasserschaden hat zu einem Deckeneinsturz im Heizungskeller geführt, wodurch es zu schweren Schäden an der Heizungsanlage und Wasserzufuhr kam. Aufgrund dieser Umstände haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, den Spa sofort zu schließen, bis Reparaturarbeiten durchgeführt werden können, was womöglich einige Monate dauern wird. Die Gäste werden derzeit informiert und gebeten, ihre Zimmer bis zum Abend zu räumen. Mit freundlichen Grüßen. Hey, wer ist denn? Ja, dieser. Kennt man den? Dr. Pulubududu. Oder wie der auch immer heißen mag. Strukturelle Reparaturen. 350.000 Reparaturen des Heizkessels, 150.000 Einrichtungen, 80.000. Das können wir nicht bezahlen. Ist ein bisschen teuer, ja. Jips, wo bist denn du hin? Ich bin wieder zurück. Ja, lang? Richtung Mitte. Und bin hier durchgekrochen, hier an der Seite, wo die hinter dir. Ja, genau da. Okay. Während du die Kamera in der Hand hast. Oder was nee, hat sie gerade so, in der Hand? Nee, es ist irgendwas Rotes, Leuchtendes. Das kann ich drücken. Ach, da sind Treppen. Zu Lichtchen. Das ist mein Licht. Hier ist eine nackte Puppe. An alle Gäste mit Grashandlung. Bitte versammeln Sie sich bei den Türen am Empfang. Da ist zwar eine Tür, aber hat hier gerade was geleuchtet? Ah ne, die ist abgeschlossen. Hier ist eine Tür, sollen wir die aufmachen? Achso, Entschuldigung. Ich habe jetzt versucht, hier gerade zu öffnen. Okay, die geht nicht auf. Achso. Oh, Kate, wo gehst du hin? Warum, wo ist Kate? Kate hat gerade gesagt, sie versucht, sie zu öffnen und wir suchen einen anderen Weg raus. Gut, dann gehen wir hier. Sollen wir angucken? Guck an. Jamie, sieh mal her. Das kriegen wir kaputt. Das dachte ich auch. Wir machen es kaputt, okay. Wo will Kate denn jetzt hingehen, ey? Wenn die wieder zurückgeht. Drei, zwei, ja, eins, dann kam man doch los. Von da nirgendwo mehr lang. Ah, da kamen wir ja. Nochmal. Bereit? Ich hab doch drei, gedrückt. Drei, zwei, eins, los! Jetzt sind wir stark genug. Oh! Können wir wieder zurück? Kate! Wir möchten auch zu Kate. Ja, hallo. Oh, da ist sie. Wir kommen zurück, bleib da. Sein. Dafür, dass sie einen anderen Weg suchen wollte, ist sie jetzt doch da lang gekommen, oder wie? Ja. Was? Das steht nicht im Skript. Wo bist du? Hinter dir. Ich hab geguckt, ob man hier irgendwas gucken kann. Oh, sie rennt weg. Ja, ich... Oh, eine Karte. Ich heiß Map. Ich heiß Map. Map heißt Karte. Vom Dumet. Warum guckst du dich um, Marc? Wo bist du? Ah, hier kann man rüber. Hier, wo es leuchtet. Oder kann man hier rüber? Ja. Also wenn wir nachher so ein Jump-Run-Ding haben, ne? Das schaffe ich nicht. Oh, was gibt's denn hier? Oh mein hin? Gott, da liegt eine Puppe. Oh. Ich guck mal hier, was hier an der Tür ist. Geh mit mir, da rein. Wo rein? Hier, komm mit mir. Ach, komm. Nee, da läuft der Killer. Ich sehe keinen. Wo rein? Kommen Sie mit mir. Hier. Warum ist meine Taschenlampe aus? Weiß ich nicht. Kommen Sie rein! Dankeschön. Da liegt was. Ja. Eine Puppe. Nee, ich meine hier der Brief. Achso, den habe ich nicht gesehen. Dann lese ich den erstmal, bevor ich zur Puppe gehe. Yes, ich kündige mit sofortiger... Hallo, ich will lesen. Mit sofortiger Wirkung, wenn du das hier liest, werde ich die Insel bereits... Hallo!
verlassen haben. Such nicht nach mir. Ich kündige mir rechts, Monika. Leck mich am Arsch, ey. Mein Laptop regt mich so auf. War's das? Ja. War nur ein kurzer Brief. Okay, dann sehe ich mir die mal an. Ah! Was ist das? Ich habe einen Ausweis. Laura Murphy. Oh, da kam gerade was. Naja, zu spät. Ich komme hier nicht vorbei. Okay. Geh vorbei, ich will mir die Puppe ansehen. Oh, hi, Puppe. Ja, der Ausweis. Ja. Laura Murphy. Okay, weiter geht's. Hier ist noch was. Kennst du so? Ich mag das nicht, in Räume zu gehen. Gehst aber ohne mich rein. Was? Du bist nicht mitgekommen? Jetzt bin ich da. Kannst mich doch nicht aber alleine. Da leuchtet was. Oh, guck mal, da hängt eine Puppe. Und da ist ein Ausweis. Echt? Krass. Warum haben alle Ausweise? Frank Haldeman, Bauingenieur. Weil die alle da gearbeitet haben. Der hat gar keine Augen mehr, also das Gesicht ist zugebunden. Weiter geht's. Ist hier irgendwas? Nein. Boah, ein... Könntest du mal aufhören, mich die ganze Zeit wegzudollen, du nervst? Sorry. Oh, wir werden schon wieder beobachtet. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Bleib dran. Natürlich. Nein, nein, da liegt was. Da liegt. Ich seh nichts. Vor dir. Oh, ja. Oh, hi. Sie wurde weggezogen. Die Luft ist sicher. Die Luft ist wieder rein. Ich bin mir da nicht so sicher. War hier was zum Untersuchen? Ja, guck mal. Hier liegt was. Hier ist was versperrt. Monika Hart. Noch ein Ausweis. Logistikkoordinatorin. Zu viele Ausweise. Wo bist du? Von da sind wir gekommen, okay. Gehe ganz langsam den Gang. Und sehe gefühlt nichts. Bin da. Bin noch. Wo bin ich? Wo muss ich hin? Ach, runter. Gibt's hier unten noch irgendwo? Oh mein Gott! Diese Geräusche! Kannst du mal auf mich warten? Danke. Bitte. Da liegt was. Untersuchen, falsche Taste. Ach, eine Münze noch. Sowas aber auch. Ich hab mit irgendwie mehr gerechnet. Wo muss ich jetzt hin? Ich sehe nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Wie kannst du dich überhaupt hier orientieren? Ja, ich hab so ein Ding, das macht Blitz. Und da weiß ich dann. Es muss einen Ausweg geben. Gut, dann folge ich dir einfach. Kann ich. Nein! Jetzt bin ich runter, weil du mir wegstandst. Ja, genau, gib mir die Schuld. Oh. Warum kommst du denn jetzt runter? Weil ich nicht sehe. Ich komme nicht mehr hoch. Wo muss ich denn hin? Ach, darüber. Sag das doch. Wir müssen balancieren. Ja, das klappt ja auch bei mir so gut. Erinnerst du dich noch? Ja. Ich hab dir 100 Jahre zugeguckt. Ich bin drüben. Willkommen. Ach, wieder hier runter, okay. Warten Sie auf mich! Ich komme doch gerade erst von unten. Es muss einen Weg rausgeben. Liegt hier unten irgendwas? Oh ne, man kommt gar nicht weiter. Okay. Muss man hier wieder hoch? Ich komme nicht hoch, du bist im Weg. Ich kann nichts machen, ich sehe nichts, ne? Wo bist denn du hin? Warum gehst du? Ich habe keine Ahnung! Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich sehe nichts. Wenn ich nicht sehe, weiß ich auch nicht, wo hoch.
Die Taschenlampe ist für den Arsch. Wer hat diese Taschenlampe empfohlen? Wie soll ich mal eine richtige Taschenlampe kaufen? Charlie. Ja, dumm. Was will ich mit einer Taschenlampe, wo ich nichts mit sehe, gefühlt? Ja, aber mein Ding ist auch nicht gerade besser. Und was Nützliches muss es hier geben. Ja, eine Tür. Meinst du, die ist nützlich? Weiß ich nicht, aber anders kommen wir nicht weiter. Sieht so komisch aus, wenn man da so balanciert. Das ist wohl wahr. Dann untersuchen wir die mal. Sieh mal. Hallo, ich stand im Weg. Was soll der Kack? Oh mein Gott, das war gerade gruselig. Oh. Oh, wieder was drücken. Mach das doch früher. Easy. Du bleibst drüben. Natürlich. Und jetzt klatsch. Beine ab. Aber dass wir es immer genau so halten können, bis derjenige drüben ist, ne? Und dann auf einmal kann man das nicht mehr halten. Und dann ist man zu schwach. Ja. Hier ist eine Tür. Okay, kann man nichts mehr machen. Ich hab einen Schluck auf. Okay, da will ich nicht runterfallen. Ach so. Ich denke gerade so, warum komme ich nicht weiter? Man hätte auch denken können, man könnte drüber springen, so durch diese. Einmal so. Hallo, ich bin Spider-Man. Ich mach Piu Piu und dann fliege ich drüber. Mit meinem Netzen. Ja, dann wickel den Killer mal im Netz ein. Easy, mach ich. Achso, man muss krabbeln. Ich denke gerade, so was willst du da? Willst du mir einen Heiratsantrag machen oder wie? Yes. Ich möchte Kate doch nicht mehr. Ich wusste es. Du möchtest lieber die Lesbe umpolen. Yes. Wo bist denn du auch da? Oh, diese Melodie, ne? Sei still. Hier kann man was drücken. Nein, nein, nein. Bitte, sei still. Soll ich? Hier ist eine Türe. Was meinst du? Rate mal, was jetzt passieren wird. Du drückst, ne? Natürlich. No risk, no fun, oder wie heißt das so schön? Das ist bestimmt scharf. Ja. Oh, wie gemacht. Oh, natürlich. Der Typ darf leben, oder wie? Ist so. Da ist ein Schlüssel. Gehst du den holen? Ich warte. Ja, ja. Lass, schick ruhig die Frau rein. Mir passiert schon nichts. Solange du jetzt nicht gefesselt wirst und gegen die Puppe kämpfen musst. Ah, General. Oh, warte mal. Da ist noch was. Da blinkt was bei dem Typen. Eine Karte. Ryan Mark. Und wer ist jetzt? Ryan Mark. Leitender Abbrucharbeiter. Oder Durchbrucharbeiter. Kannst du die Karte nochmal drehen? Durchbruch, ne? Ne, Abbrucharbeiter. War doch richtig. Ah. Mein Laptop spinnt. Hallo? Ich möchte das Spiel gerne weiterspielen, danke. Dieser Laptop macht mich wahnsinnig. Manchmal. Der sagt halt hallo. Die Zeit ist um. Wir können den Schlüssel benutzen. Hallo? Danke. Oh, Laptop, jetzt mach doch keine Fackeln. Entschuldigung. Alles gut. Du hast hier voll auf meine Tastatur aus. Alles die. Oh, ist das anstrengend manchmal mit diesem Laptop, wenn er dann anfängt rumzuspinnen. Wo sind wir? Hier hinten. Ach, guck mal, da vorne ist Kate. Warte, wo? Ich hab hier eine Münze gefunden. Da hinten läuft Kate. Da. Rezeption. Meinst du hier unten? Hast du die da oben. Nein, hier oben. Direkt da vorne. Hör, wo ist sie hin? Doch, da ist sie. Aber ich geh mal kurz hier rein. Ah, da. Die steht da so getrübt. Hier ist was zum Ansehen. Mark, hier. Weg mit dem Schreibtisch. Natürlich, kein Ding. Hä? Hallo? Ist ja auch so leise, ne? Mark? Oh, da ist Kate, guck mal. Jamie? Die redet mit uns, sie weiß, dass wir da sind. Wir sind okay. Dass die keine Angst hat, alleine da zu wir sein. Wir sind okay. Oh, Gott sei Dank. Wir haben einen Schlüssel. Nichts wie raus hier. Oh.
Waren da schon immer zwei Puppen? Ich habe keine Ahnung, ob die da eben schon waren, aber da ist der Killer! Okay, ihr Lieben. Genug Spannung für heute, genug Action, genug Horror. Genug. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Rumspinnen der Laptop. Ja, es wird Zeit, Schluss zu machen. Meine Maus dreht durch. Dieser Laptop. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren, kommentieren. Das ist alles kostenlos, kostet euch nichts. Und ihr würdet uns unterstützen. Ja, teilt eure Erfahrungen mit uns. Falls ihr das Spiel, wir würden uns darüber freuen. Oder irgendwo anders gesehen habt. Und dann sehen wir uns in irgendeinem anderen Video wieder. Ja. Das war's somit mit Part 5. Yes. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.